Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Ich bin Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und heute geht es um gesunde Ernährung. Meine Gäste sind nämlich Niklas Schill und Jan Witt vom Startup Treated und die beiden entwickeln Kochboxen, die gegen Krankheiten helfen. Also Volkskrankheiten wie Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes wollen sie mit der richtigen Ernährung bekämpfen und sie haben dabei ein ganzheitliches Konzept entwickelt. Es geht da zum einen natürlich um die richtigen Lebensmittel, die richtige Zusammensetzung dieser Lebensmittel, entsprechende leckere Rezepte und eine Ernährungsberatung, die damit einhergeht. Das Ganze bieten sie jetzt seit einem Jahr an und haben damit ins Schwarze getroffen. Das Thema gute Ernährung ist für alle von höchstem Interesse und natürlich auch nicht nur die, die krank sind. Auch diejenigen, die sich gesund ernähren wollen und gesund bleiben wollen, sind die Zielgruppe von Treated. Was dahinter steckt, wie das funktioniert, das erklären Niklas Schill und Jan Witt von Treated. Aber bevor es losgeht, kommt jetzt noch ein bisschen Werbung. Und da möchte ich euch natürlich ganz besonders meinen Lieblingsküchenladen, die Cucinaria in Hamburg, empfehlen. Hier findet ihr 6000 Küchenartikel, Küchenmaschinen, alles, was ihr zum Kochen, Zubereiten und zum Servieren benötigt. Einfach alles. Und das Wunderbare ist, ihr bekommt den allerbesten Service. Ihr werdet super beraten und es gibt hier sogar auch eine Werkstatt, solltet ihr mal mit irgendeinem Küchengerät nicht weiterkommen. Und wenn es dann endlich wieder losgeht, dann könnt ihr auch eure Kochkünste in der Kochschule verfeinern. Schaut mal vorbei in der Cucinaria, dem Küchentempel, entweder online oder vor Ort in Hamburg. Hohe Luft! Ich wünsche euch viel Spaß mit Niklas Schill und Jan Witt von Treated, präsentiert von Der große Restaurant und Hotelguide. Viel Spaß! Herzlich willkommen, Niklas und Jan vom Ernährungsstartup Treated. Moin, moin, hallo. Als Startup macht man doch immer so einen Elevator-Pitch, ja? Könnt ihr mal ganz kurz in 3 Sätzen sagen, was Treated ist? Ja, wer fängt an? Ja. Niklas. Also Treated haben wir gegründet, einfach weil es viele, viele Volkskrankheiten gibt, die man mit gesunder Ernährung in den Griff bekommen kann. Dazu zählt Bluthochdruck, Diabetes, Fettstoffwechselstörung, Gicht, ich kann noch weiter aufzählen. Und all das Ganze mit der richtigen Ernährung ist in den Griff zu bekommen und das ist unser Ansatz. Eigentlich war die allererste Idee, das Ganze in Krankenhäusern zu machen, also als kantinenmäßig. Ja. Da ist das Gesundheitssystem sehr kompliziert aufgebaut, so ist schwer umzusetzen. Und dann ist es eigentlich zu dem ambulanten Konzept gekommen, dass wir gesagt haben, Mensch, es gibt doch genügend Rezepte, es gibt doch genügend Studien, es ist erforscht. Und wir können eigentlich, um das jetzt mit einem Satz auf den Punkt zu bringen, können wir diese Ernährungsleitlinien, die es zu jedem Krankheitsbild gibt, die erforscht sind, die können wir mit unserer Kochbox dann umsetzen. Und das ist dann das ambulante Konzept, was wir den Leuten nach Hause liefern können. Und wie seid ihr darauf gekommen? Habt ihr selber irgendwie da eine Vorbelastung oder in einer Familie? Oder wie kamt ihr zu der Idee? Es ist tatsächlich die Geschichte mit dem Krankenhaus, deswegen auch diese Idee. Es lagen tatsächlich zufällig unsere beiden Großmütter lagen gleichzeitig im Krankenhaus und wir haben uns da getroffen, wussten das gar nicht und haben ein bisschen gequatscht und so. Und irgendwie haben wir festgestellt, dass man sich da, wo man am krankesten ist, auch am ungesündesten ernährt. Und haben das uns gefragt, ist so, ne? Ja. Das ist ja, doch, das ist, so durch die Bank ist das schon übles Zeug, was da serviert wird. Sagen wir so, das hat natürlich auch irgendwie alles so ein bisschen Hand und Fuß, aber ob das jetzt gut schmeckt und nachher das Beste ist, was dem Patienten dann die beste Genesung mit sich bringt, ist halt, sei mal dahingestellt. Weil du hast ja auch nur ein gewisses Budget pro Tag, pro Patienten. Wie hoch ist und das, weißt du das? Es ist um die 4 Euro. 4 Euro? Ja. Und pro Tag, 3 Mahlzeiten. Ja. Um den Patienten zu ernähren. Und da kriegst du... Ja, und für mich würde ich immer auch sagen, und ihr werdet das mit Sicherheit bestätigen, gehört auch die richtige Ernährung dazu. Und die abgestimmte Ernährung. Gut, die ist teilweise in den Krankenhäusern abgestimmt, aber ich glaube auch nur rudimentär. Also es geht darum, um den Patienten zu ernähren. So, also da ist nichts abgestimmt, da ist nichts ausgelegt. Da kriegst du, der kriegt ja nicht der... Derjenige, der sich ein Bein gebrochen hat, kriegt ja nicht was anderes zu essen, als der liegt, weil er einen Diabetes-Schub gehabt hat. So.
Dann, sei denn, du hast jetzt irgendwie ein Magen- oder Darmleiden, dann... Dann gibt es was Püriertes. Gibt es das gleiche püriert. Okay, das war das Thema. Da haben wir uns, ja? Da haben wir uns quasi irgendwie Gedanken zugemacht und haben gesagt, Mensch, warum ist das so? Und haben damit angefangen und haben uns nur noch mal noch intensiver damit beschäftigt. Und eigentlich, also Jan und ich kennen uns schon ewig. Wir kennen uns irgendwie, seitdem wir zwei sind, aus dem Kindergarten. Okay. Haben uns beruflich in völlig verschiedene Richtungen entwickelt. So. Also ich bin in die Gastronomie gegangen. Super Überleitung, Niklas. Danke. Ich übernehme das mal. Ja, ich gehe mal um die Ecke derweil. Also irgendwie angefangen, Gastronomie zu arbeiten und auch in der Spitzengastronomie. Und Jan hat nicht so ganz genau... Sag mal, wo warst du? Ich habe gelernt im Hotel Louis C. Jacob hier in Hamburg. War dann auf der MS Europa, auf dem Kreuzfahrtschiff, bin um die Welt gefahren und bin dann wiedergekommen und war hier in vielen verschiedenen Hamburger Restaurants unterwegs, Restaurantleiter. Und also du warst nicht in der Küche, du warst... Ich war auch in der Küche, also ja? Nicht, das habe ich jetzt nicht ganz nicht von der Pike auf gelernt, aber ich war auch in der Küche und auch dazu gehört ein Küchenpart so. Und wenn du Interesse, da wirst ja jeder, der hier schon bei dir saß, wird das bestätigen können. Jeder Sommelier, jeder, der im Service arbeitet, wenn du Bock auf das Produkt hast und auf Essen so, dann kochst du selber, dann bist du da mit drin, dann triffst du dich mit Köchen. Ja, du musst ja auch ganz viel Wissen haben, um das überhaupt transportieren zu können, nicht? Klar. Yes. Okay. Mhm. Und da haben wir dann gesagt, Mensch, andersrum, Jan hat eigentlich dann mehrere Studiengänge absolviert. Erst okay, jetzt ist Jan dran. Wissenschaft, ja. Genau, ich habe halt erst eine Ausbildung zum Chemielaboranten gemacht und im Lebensmittelanalytiklabor habe dann festgestellt, das ist es irgendwie doch nicht. Habe dann nochmal angefangen, Ernährungswissenschaften in Kiel zu studieren. Und da hatten wir halt unter anderem auch die Vorlesung Ernährungsmedizin. Und was Niklas vorhin schon meinte, das große Problem ist, es gibt diese ganzen Studien, es gibt diese ganzen Leitlinien. Da steht schwarz auf weiß, wie man sich bei den einzelnen Indikationen zu ernähren hat, um eben die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Nur leider ist die Umsetzung des Ganzen relativ schwierig für den Laien. Mhm. Aber wenn es die Studien gibt, dann muss es ja nur noch Leute geben, dieses zum Laien transportieren. Nee, das ist ja unser Konzept im Endeffekt. Ja. Also, das ist ja auch super, nur dass es das vorher nicht gab in dem Sinne. Gibt es teilweise ja, es gibt ja Ernährungsberater, du bist ja auch Ernährungsberater, ja. Aber irgendwie ist es nicht so richtig ein Thema, das in der Breite, glaube ich, diskutiert und auch transportiert wird. Ja, da gebe ich dir recht, aber es steckt natürlich auch ein riesen logistischer Aufwand dahinter. Das kannst du ja jetzt nicht von heute auf morgen mal umsetzen, dieses ganze Konstrukt. Seit 4 Jahren sitzen wir jetzt von der allerersten Idee bis jetzt heute, ja, das fertige Produkt steht. Wie lange seid ihr denn jetzt überhaupt als Treated unterwegs? Die Firma gegründet haben wir 2019. Die Idee ist entstanden 2015. Dass wir die Boxen jetzt vertreiben, ist jetzt fast ein Jahr. Also wir haben jetzt fast den Boxenverkauf jährt sich. Die erste Box jährt sich. Wow. Jetzt Ende Juli. Aber das ist dann ja ein ziemlicher Vorlauf, den ihr da hattet. Ja, es ist der Vorlauf, weil wir machen alles selbst. Also du siehst, die komplette Firma Treated sitzt dir gerade gegenüber. Ihr beide. Und ihr macht alles in Personalunion. Wir haben angefangen, halt wirklich uns damit zu beschäftigen, was geht, welche Lebensmittel gehen. Da gibt es einmal natürlich die Schwierigkeit, das muss auf die verschiedenen Krankheitsbilder passen. Das Gericht muss auf die verschiedenen Krankheitsbilder passen. Es muss ja aber auch dann umgesetzt werden können. Und umgesetzt fängt ja bei uns auch schon an in der Kochbox. So. Und es muss lieferbar sein, es muss verschickbar sein, es muss beim Kunden gut ankommen, es muss schmecken, es muss irgendwie Spaß machen. Und all das Ganze haben wir von vorne an selber gemacht. Also jedes Gericht selbst entworfen. Man muss ja dazu auch sagen, also von der allerersten Idee bis jetzt, wo wir es Vollzeit machen, da waren dann auch mal am Anfang irgendwie anderthalb Wochen dazwischen, wo man mal grob drüber nachgedacht hat. Also nachher ist natürlich diese Regelmäßigkeit reingekommen, dass man dann halt wirklich jeden Tag sich Gedanken macht, jeden Tag versucht, das Produkt zu verbessern. Gibt es denn internationale Vorlagen, wo man sagt, da machen die das vielleicht auch schon so ähnlich? Oder ihr seid wirklich komplett in was Neues reingestartet? Beziehungsweise ihr habt natürlich Elemente, die es gab, neu gepackaged.
Ja? Also die Idee der Kochbox ist nicht neu. Nee, genau. Nee. Also, aber ihr habt, also, ihr habt sie halt anders ausgekleidet. Genau. Also bei uns ist die Kochbox ist Mittel zum Zweck. Ja. So, es geht um die Ernährung, es geht um die Ernährung bei diesen Krankheitsbildern. Und wie können wir es dann umsetzen? Das war diese Idee, halt, das in Krankenhäusern zu machen, so, das haben wir dann ziemlich schnell verworfen. Und das ist die Lösung des ambulanten Konzepts. Du holst es dir nach Hause, du holst dir ja wirklich deinen kompletten Wocheneinkauf nach Hause. So. Und damit können wir ja hundertprozentig gewährleisten, was du bekommst. Und damit ist diese Kochbox, das Anleiten, die Rezepte, das ist ja alles ja nebenbei, aber die Dienstleistung ist diese Einhaltung der Leitlinien, dass du wirklich weißt, ich habe alles da, ich kann einfach kochen, ich hole mir die Rezeptkarte raus, ich mache mir abends mein Essen, ich muss da nicht drüber nachdenken, ich muss nicht bei verschiedenen Krankheitsbildern den Taschenrechner rausholen und mir jetzt was zusammenrechnen und ich kann das einfach unbeschwert genießen. So, darum geht's. Also, naja, mir wird da ganz schön viel abgenommen als Kunde, als Konsument. Verstehe ich so. Wenn ich jetzt beim Ernährungsberater bin, der sagt mir wahrscheinlich, was ich essen soll, der gibt mir einfach eine Aufstellung, aber die Umsetzung ist dann ja immer noch das Problem. Ganz genau. Also du kriegst wahrscheinlich auch nochmal den einen oder anderen Rezeptvorschlag mit, ja. Aber das, was du gerade schon sagst, es scheitert dann halt, lass mich lügen, zu 90% der Fälle wirklich an der Umsetzung. Weil grundsätzlich wissen ja die meisten Menschen, was eine gesunde Ernährung ist. So mit einer ganz normalen, gesunden Ernährung, jetzt nicht leitliniengetreu, so wie es bei uns ist, sondern mit einer gesunden Ernährung an sich kann man natürlich auch schon mal viel machen. So, und ja, da ist halt, wie gesagt, dieses Problem, was esse ich, wie viel esse ich, wie bereite ich es überhaupt schmackhaft zu, dass ich nicht das Gefühl habe, okay, ich mache jetzt eine Diät und esse nur Salat von morgens bis abends. Oder ist dieses Gefühl von Verzicht, das soll halt eben nicht da sein, weil es ja im Anschluss oder weil es ja langfristig in dein Leben integrierbar sein muss, damit du halt auch langfristig positive Schlüsse daraus ziehen kannst. Jetzt habe ich so viele Fragen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also die erste ist, wie lange muss ich denn so eine Kochbox dann bei euch bestellen, damit ich dann auch wirklich einen Effekt merke. Nehmen wir mich mal als Beispiel. Ich würde mich als etwas übergewichtig bezeichnen. Ich komme jetzt zu euch und sage, Jungs, ich bin jetzt ein bisschen übergewichtig. Was machen wir denn jetzt? Was wollt ihr mir denn jetzt mal empfehlen? Es ist tatsächlich von bis. Also wir haben Kunden gehabt, die haben wirklich gesagt, ich möchte jetzt ein paar Kilos verlieren. So, ich will da runter. Und der bestellt alle 2-3 Wochen eine wöchentliche Kochbox bei uns. Der versteht dabei Portionsgrößen, der versteht dabei auch, was kann ich in welchen Mengen essen, was sättigt mich trotzdem, womit kriege ich das Volumen in meinem Magen gefüllt, dass das Sättigungsgefühl einsetzt, aber halt nicht die Übermaß an Kilokalorien, die dann dafür sorgt, dass du kein Gewicht verlierst oder was drauflegst. Und das funktioniert bei dem dann, hat wirklich funktioniert, indem er das auch wirklich regelmäßig gemacht hat, aber auch mit Pausen. Bei den Krankheitsbildern, wenn du jetzt sagst, wirklich, du kommst mit einem Bluthochdruck, mit einem Diabetes, haben wir das Konzept der Ernährungsberatung über 6 Wochen. Und da empfehlen wir wirklich auch jedem Kunden vorher und nachher, das in Absprache mit seinem Hausarzt, einen Bluttest zu machen. Daran kannst du die Verbesserung schwarz auf weiß sehen. Mhm. Und ihr seid da ja auch im direkten Austausch mit euren Kunden, nehme ich mal an. Absolut, ist integriert. Also erstmal in Hamburg liefern wir die Boxen selber aus und wie gesagt, du siehst Treated vor dir, es ist einer von uns beiden, der da kommt und klingelt. Wann macht ihr das denn alles? Ja, das machen wir dann so, ja. Solange die Woche halt so. Ja, nein. es ist ja auch wirklich bei den 6 Wochen, wir lassen die Leute nicht allein. Also es ist eine Ernährungsberatung drin. Du kriegst sowohl schriftlich schon mal auf deinen Schwerpunkt, gerade bei Bluthochdruck, zu den Themen, die wirklich wichtig sind, Natrium, Kalium, kriegst du erste Ideen, worauf kann ich achten, worauf kann ich auch weitermachen, und du bist wirklich jede Woche im Austausch mit Jan als Ökotrophologen, so kannst wirklich da nachhaken, wirst begleitet, so, weil das natürlich auch die Umsetzung, die Machbarkeit, es soll ja danach weitergehen. Also naja, nach 6 Wochen so, dann gibt es Erfolge, dann hast du deinen Bluthochdruck im Griff, aber unser Ansatz ist ja, dass die Leute wirklich danach das halten können, das weitermachen können. Vielleicht diese 2-3 Tipps, die dann schon reichen und dann schon helfen beim Wocheneinkauf, worauf kann ich achten, dass ich das bekomme. So. Weil das meintest du vorhin ja auch schon, also mit der Umsetzung. Gerade Thema Bluthochdruck, du brauchst 3500 Milligramm Kalium am Tag, musst du dir zu dir nehmen. Wüsste ich jetzt nicht, ja, wo ist besonders viel Kalium drin, sag mal. Gemüse meistens, also die meisten Gemüsesorten, Nüsse. Ja.
Ja, ja, gut. Ja. Da hast du auf jeden Fall sowieso, da macht sich Niklas immer so ein bisschen drüber lustig, aber mein absoluter Lieblingstipp für eine gute Snack-Alternative, eine Hand naturbelassene Nüsse am Tag. Ja. So, ja. Das bewirkt schon Wunder. Also. Ihr liefert ja auch die Snacks mit, ne? Also das ist ja komplett. Ich sollte dann möglich nichts anderes mehr zu mir nehmen. Du brauchst nichts anderes mehr zu dir nehmen. Ja? Also es ist Frühstück, Mittag, Abendessen. Es ist so aufgebaut, das Frühstück, du wählst ja selber auch deine Gerichte. Also du kriegst nicht vorgesetzt, hier, Mensch, das ist es. Und dann magst du aber der Tomatensalat mittags, aber du magst keine Tomaten, dann funktioniert das Ganze nicht. Also du wählst wirklich in unserem Shop die eigenen Gerichte selber. Okay, ich wähle dann aus einer Auswahl, ne, wo ich mich bewegen darf und genau. Kann mir dann auch einteilen, wann ich welches mache. Ja. Also ihr sagt jetzt nicht, Montag muss der Tomatensalat und Dienstag das. Richtig. Das kann ich selber variieren. Du kannst es absolut selber variieren. Du kriegst auch eine Hilfestellung, gerade über die Woche. Welches Gericht ist aber auch vielleicht ein bisschen besser ist, früher zu essen? Beispiel, du kriegst einen Salat geliefert. Ich glaube, das ist jedem klar, dass wenn du frische Lebensmittel geliefert bekommst, dass der Salat nicht mehr am letzten Tag deiner Box zu verzehren am besten der Punkt ist, sondern am Anfang. Da helfen wir, da unterstützen wir. Aber du kannst es dir selber einteilen. Aber so ein bisschen Ahnung muss ich schon haben. Also ich muss ein bisschen Grundfertigkeiten beim Kochen haben. Also du musst natürlich ein bisschen Spaß dran haben, ja. Immer was zuzubereiten. Ja. Aber das Mittagessen ist auch teilweise, weil du ja selber auswählst, kannst du dir to-go-fähige Gerichte bestellen. Okay. Wir haben inzwischen auch eigene entwickelt. Also eigene Suppen, eigene Eintöpfe, die du dir warm machst, die du dir mitnehmen kannst, die für unterwegs, im Büro, die du natürlich auch tauschen kannst oder dann abends essen kannst und mittags frisch kochst, wenn du abends mal unterwegs bist. Es muss halt funktionieren. Du hast selber die Snacks angesprochen, auch unterschiedlich ausgelegt, also von der Tüte Chips ist auch dabei, sind dann aus Linsen. Okay. Super cool, super ja. Lecker. Aber auch Pralinen sind dabei, die sind dann auf Dattelbasis. Haben eine super, super geile Fruchtsüße so. Aber du hast auch die Handvoll Nüsse, so, die auch dir hilft. Und wenn du das variierst und kombinierst, es sind alles gesunde Snacks, die du aber auch dir am Tag dann zu dir nimmst, wann es dir passt. So, also, oder den Riegel, wirklich für unterwegs irgendwie. Das ist alles dabei. Ich kann mir vorstellen, dass es da schon ein ganz schönes Gerangel zwischen euch gibt. Ne? Der eine, der sagt, das muss richtig gut schmecken, das muss auch richtig gut aussehen. Und der andere, Jan, sagt, nee, da muss das aber drin sein. Ne? Aber es gibt einen Konsens. Also ihr seid nach all den, na gut, ihr kennt euch, seid ihr zwei, seid insofern. Da muss schon viel passieren, damit man sich nicht mehr, dass man sich nicht mehr anguckt. Ne? Genau, also wir kommen da eigentlich immer ganz gut klar, dass wir auf ein gutes Ergebnis kommen und dass wir dann so einen guten Mittelweg finden, beziehungsweise manchmal Niklas mich natürlich überzeugen kann und genauso aber auch andersrum. Wir sind noch Freunde. Wo kommen denn die Produkte her, die ihr dort in der Ernährungsbox, sag ich mal. Ernährungsbox ist, glaube ich, nichts, was man irgendwie bei Google sucht, ne? Ernährungsbox ist ein super Wort und eigentlich ist Ernährungsbox das treffende Wort, ja. Weil es ist, ja, die Kochbox ist der Mittel zum Zweck, aber es ist die Ernährungsbox. Kochbox, also, aber genau, Ernährungsbox hat irgendwie eine Trefferquote, wenn du das googelst, von 70 Suchanfragen im Monat oder so. Das bringt uns nicht weiter, aber trotzdem ist es ein schönes Wort. Ja, unsere Produkte, da, wo es geht, muss man ehrlich sagen. Es ist eine ganzheitliche Ernährungsform. Es ist Fisch, es ist Fleisch bei uns in der Box. Es ist aber auch die Banane und die Avocado. Die kommt natürlich nicht hier aus der Region. Bei allem anderen, wo es geht. Gerade jetzt beginnt die Tomatensaison. Haben wir super viele tolle kleine Höfe hier rund um Hamburg. Versuchen wir das wirklich hier regional aus der Umgebung zu bekommen. Unser Fleisch ist Demeter-Qualität, ist vom Baukhof hier, einer der Mitbegründer von der Demeter-Qualifizierung. Fisch kommt von einer ganz tollen kleinen Hamburger Fischmanufaktur, wird extra für uns gebeizt. Gerade wir haben ja auch das Thema Haltbarkeit, so es muss ja wirklich, wenn wir es verschicken, auch eine Woche beim Kunden haltbar sein. Der wird wirklich ganz, ganz, ganz schonend für uns gebeizt, so dass man das wirklich gewährleisten kann. So. Super tolles Produkt. Ist ja auch ein Aufwand, nicht? Denn mit den ganzen Produzenten dann jetzt, zu sprechen und jetzt kommen wir wieder zu besuchen. Auf die 4 Jahre Vorbereitungszeit ja, jetzt weiß an. Also, ich wollt, was ich, haben die denn 4 Jahre lang da gemacht? Ich habe mit Fischhändlern gesprochen und ich glaube, ich habe 100 Leute angerufen, ganz Deutschland, ich habe in Holland angerufen und überall. War irgendwie auf diese Idee zu kommen, wie kriegen wir das hin? Weil es muss dabei sein, es muss ja Spaß machen, es muss ja derjenige, der Fisch essen will, der will das ja haben. Und das ist, hilft ja auch. Also da könnte dir Jan jetzt einen Vortrag über die Omega-3-Fett und Säuren halten.
So, also brauchen wir das Produkt. Aber wir können ja nicht den Fisch da drin verschicken. Wir verschicken gekühlt, aber wir können ja nicht zum Kunden sagen, bitte isst das den Fisch. Musst du immer am ersten Tag der Woche essen. Der andere will es am Wochenende essen. So, natürlich. Verschicken. Da darf ich nochmal eben einhaken. Ne? Also Hamburg liefert ihr selber aus und bundesweit verschickt ihr. Genau, bundesweit und mit UPS Express in okay, 24 Stunden, damit halt diese Kühlkette auch eingehalten. Okay, und dann habe ich ja, habt ihr gesagt, für die ganze Woche meine Zutaten, das ist ja eine richtig große Box dann. Ja. Das ist ja richtig viel. Wie so ein, kannst du es dir vorstellen, so wie so ein Umzugskarton von der Größe. Wow. Da ist Kühlelement ist mit drin. Mhm. Also es ist reiner Pappkarton drumherum. Dann ist das Kühlelement drin. Das Kühlelement, das Dämmmaterial ist aus recycelten PET-Flaschen. Das Kühlpad, also der Kühlakku quasi, den kannst du wiederverwenden. In Hamburg tun wir das natürlich, weil wir sie auch alles direkt wieder abholen. Ja. Das ist natürlich nochmal deutlich toller. Aber ist auch auf Wasserbasis. Also selbst wenn wir es zuschicken, wenn du es nicht mehr gebrauchen könntest, kannst du es recyceln. Also es ist recycelbares Material, finde ich total wichtig. Und dann haben wir wirklich als Puffer, als Stabilisator reinen Stroh. Also unangemacht, sondern wirklich reines Stroh. Und auch unser Klebeband ist tatsächlich rein Papier und klebt mit Naturkautschuk. So. Okay. So, jetzt kommen wir wieder auf die 4 Jahre. Das muss man erstmal alles finden. So, und, ja, es gibt ja das nicht. Du musst ja so viel Research-Arbeit, oder das gibt es, aber du musst es erstmal finden. Ja? Jetzt tatsächlich. Also es wird mehr, Gott sei Dank. Es hat sich natürlich durch die Pandemie relativ viel getan, weil da sehr, sehr viele verpacken mussten und auch sehr viel, glaube ich, neue Innovationen dann auch da waren. Neue Innovation ist, glaube ich, auch doppelt gemoppelt. Ne? Ist ja egal, wie neu, frisch renoviert. Frisch renoviert ist gut. Ja, aber ich glaube, das ist jetzt aber auch so ein bisschen so ein Zeitgeistprodukt, oder? Oder um das positiver zu sagen, die Zeit war jetzt reif dafür oder ist jetzt reif dafür. Wir hätten gerne vor der Pandemie gestartet. Ja. So. Also auch da war es dann so, dass wir davon, ja, dass es verzögert wurde so. Es ist aber so, dass das Bewusstsein größer geworden ist. Das muss man ganz ehrlich sagen. So, das ist auch schön. Also generell überhaupt die Lebensmittel sich nach Hause schicken zu lassen, wird attraktiver. Da haben wir noch am Anfang wirklich Studien gewälzt und so weiter, ob die Leute überhaupt bereit sind, ihre Lebensmittel nach Hause schicken zu lassen. Die Zahlen gehen ja schon extrem hoch. Ja. Und dann natürlich mit diesem Qualitätsanspruch, den ihr habt. Und dann natürlich auch das... Ich sag jetzt mal, das ist ja auch wieder so eine Platte. Das ganzheitliche Konzept dabei schafft natürlich dann auch eher Vertrauen, nicht? Als wenn ich jetzt irgendwie so bei irgendjemandem so eine Box mal bestellen würde. Du musst halt, also natürlich ist auch zum Beispiel beim Thema Verpackungsmaterial, es ist gutes Verpackungsmaterial, es ist all das, was du wiederfinden kannst, aber natürlich brauchen wir etwas. Du hast es gerade gesagt, die Qualität der Lebensmittel ist hochwertig und wenn die das bleiben soll, müssen sie gut geschützt sein. Ja, so. Ja. Das ist natürlich klar. So, und in Hamburg ist es dann ja wirklich so, mit diesen Holzkisten, die wir selber ausliefern, die wir einfach wieder zurücknehmen. Das ganze gesamte Kühlelement, du bekommst dein komplettes Obst und Gemüse unverpackt. So. Und das ist der Zeitgeist. Wir sind beide unter 30, wir gehören ja nun auch voll dazu und das ist die Zukunft und das brauchen wir. So, also keiner hat mehr Lust, irgendwie noch Tüten aufzureißen, fertig vorgekochte Gerichte aus Schalen zu essen. Sondern auch da geht ja Gott sei Dank der Zeitgeist hin. Die Leute entdecken ja auch das Kochen, so das frische Kochen. Und ich glaube, so einmal am Tag macht das schon richtig Spaß. Aber wenn man dann jetzt mal sagt, Essen, das gesund macht, ja, das ist ja immer so ein ganz schmaler Grat, glaube ich, nicht, was man sagen darf und was man nicht sagen darf. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass Essen auf jeden Fall glücklich machen kann. Und glückliche Menschen, glaube ich, sind auch erstmal per se gesünder. Essen kann aber auch genauso krank machen, oder? Ja, klar, definitiv. Also ich meine, falsche Essgewohnheiten sind ja eigentlich der ausschlaggebende Punkt dieser typischen Zivilisationskrankheiten, weil dann Übergewicht entsteht dadurch, dass man viel zu hochkalorisch isst. Es werden die falschen Fette aufgenommen. Niklas hatte eben schon unseren Lachs mit den Omega-3-Fettsäuren. Das sind genau die richtigen Fette, die aufgenommen werden sollen, um das Herz-Kreislauf-System positiv zu beeinflussen. So, und wenn man dann natürlich viel Butter, Fertiggerichte, Tiefkühlpizza, wo dann eben die falschen Fette, die gesättigten Fette drin sind, so die dann wieder negative Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System haben. Das ist halt das Problem. Also falsche Ernährungsgewohnheiten sind bei den meisten Volkskrankheiten der ausschlaggebende Punkt, warum es überhaupt zu dieser Krankheit kommt. Ja, aber da frage ich mich doch dann, das habe ich auch schon in vielen Runden hier im Foodtalker-Podcast gefragt,
warum passiert da nicht mehr? Also, angefangen bei den Krankenkassen, bei der in der Schule, in der Bildung, in der Ausbildung. Was ist da los? Ja, da habe ich tatsächlich auch keine vernünftige Antwort drauf. Das ist ja auch das, was wir, wo wir uns fragen, warum das so ist. Weil du könntest so gute Prävention betreiben, indem du beispielsweise in der Schule schon mal mit einem Schulfach, keine Ahnung, bei uns hieß es damals Haushaltslehre oder so, aber da ging es ja jetzt auch nicht darum, ein bisschen Ernährungswissen zu vermitteln. Aber dass so diese Grundlagen der Ernährungswissenschaft, kann man ja auch auf einfache Art und Weise irgendwie Kindern, Jugendlichen schon so ein bisschen mit an die Hand geben, weil ich glaube, da steckt ein ganz, ganz großes präventives Potenzial hinter. Mhm. So, wir haben beispielsweise fast 30 Millionen Hypertoniker, also Bluthochdruckleute in Deutschland. So, das kann nicht sein. Also das kann nicht sein, weil Bluthochdruck auch, ja, hauptsächlich auf falsche Ernährungsgewohnheiten zurückzuführen. Mhm. Und, na gut, wenn es das aber alles gäbe, dann bräuchte man euch nicht. Aber es ist ja aber auch, also Jan hat es gerade gesagt so, und ich bin ja nun wirklich der für den Geschmack zuständig ist. Und ich lerne jeden Tag dazu. Also der mir erzählt, er hat das Thema und er kann das alles, das glaube ich nicht. Weil ich lerne, also gerade Jan hat es gerade gesagt, falsche Essgewohnheiten und falsche Fette. Ja, und dann denke ich, wir lassen uns doch mal was mit Kokosnuss machen. Und dann holen wir die Kokosnuss raus. Und dann sagt Jan, besser mal nicht so viel Kokosnuss. So. Und dann denkst du ja, also du doch auch jetzt, ne? Das ist doch gutes, frisches Lebensmittel, frisch aufgeschnitten, so. Ja, aber völlig falschen Fette drin, so. Okay. Und es ist nicht immer Pizza und Softdrinks, so, sondern da. Also, ich glaube auch, das sind halt ganz elementare Punkte. Also, einmal habe ich selber gar nicht auf dem Zettel, was ich alles den ganzen Tag esse. Mhm. Nicht? Weil vieles wird ja irgendwie so nebenbei konsumiert. Ganz viele, glaube ich, haben auch kein Gefühl, was daran jetzt unbedingt falsch ist. Ja. Ja, und das ist ja auch ein komplexes Thema, so wie du sagst, Niklas, du lernst jeden Tag was dazu und für viele hat ja auch das Essen keine große Bedeutung, das wird nebenbei gemacht. Ja. Das ist halt auch ein Riesenproblem. Entschuldigung, dass ich da jetzt einspringe. Nee, das ist ganz wichtig. Wirklich, das ist ein Riesenproblem, weil wir dadurch natürlich auch verlernen, dass das eigentliche Sättigungsgefühl ja zu empfinden noch. Und wann habe ich denn Hunger, wann habe ich Appetit und wann habe ich einfach Bock auf ein Stück Schokolade, weil ich vorm Fernseher sitze aus Langeweile. So dieses Gefühl verlernen wir mittlerweile, wodurch wir dann natürlich auch größtenteils viel zu viel Kalorien zu uns nehmen und dann im Endeffekt Gewicht zunehmen. Was sind denn so, wenn du jetzt mal sagen würdest, so drei Faustregeln oder vielleicht fünf Faustregeln, die man sich mal merken sollte, wo man sagt, okay, da tust du schon mal was für dich, da bist du schon mal auf dem richtigen Weg der Bewusstseinsförderung, was richtige Ernährung angeht. Also viel Obst und Gemüse, ganz der Klassiker. Statt was dafür weglassen, zusätzlich oder was weglassen dafür? Naja, also sagen wir so, du kannst jetzt da Kartoffel einmal als Pellkartoffel essen oder als Pommes. So, die Pommes sollten wir natürlich im Optimalfall weglassen, sollte, glaube ich, auch jedem. Ich glaube nicht. So ein gewisses Gefühl sollte man, also eine Pommes ist nicht unbedingt. Okay, wir halten es fest, mehr Gemüse. Genau, mehr Obst und Gemüse. Also täglich? Ja, definitiv. Also circa 300 Gramm Gemüse pro Tag. Was ist das? Ungefähr 2 Zucchini und eine Paprika, Pi mal Daumen. Okay. Und um und bei 200 Gramm Obst, also 2 große Äpfel beispielsweise, da hast du natürlich super viele Vitamine drin, Mengen, Spurenelemente, Antioxidantien, die dann natürlich wieder Entzündungen in deinem Körper beispielsweise vorbeugen. Zweiter Punkt, Vollkornprodukte. Also jetzt keine Weizenmehlprodukte nehmen, sondern immer schön die Vollkornvariante nehmen. Weil wir da natürlich Ballaststoffe drin haben, die länger sättigen und extrem gut für dein Magen-Darm-System sind. Das ist mal ein konkretes Beispiel. Also da soll ich bei Brot dran denken, da soll ich bei, genau, ein schönes, bei Nudeln dran denken. Und ja, aber auch bei Reis beispielsweise. Bei Reis, du kriegst ja Reis auch, also da ist es dann wieder geschält oder ungeschält. Ja. Also da gerne den geschälten Reis. Das wird mir jetzt schon zu komplex. Ja, gut. Nee, ich meine, als Faustregel. Ja. Du lernst jeden Tag was dazu. Ja. Das ist so. Habt ihr auch so Tutorials dazu eigentlich zu euren Boxen, dass man sich dann auch immer noch mal so die tägliche Dosis Wissen abholen kann in gebündelter Form? Also wir haben ein ziemlich umfangreiches Ernährungslexikon auf unserer Homepage, wo dann beispielsweise erklärt wird, was sind Ballaststoffe überhaupt, was sind Omega-3-Fettsäuren. Mhm. Ne? Also das wird da sehr umfangreich bei uns erklärt. So, dass man es aber auch leicht versteht. Okay.
Ja, gucke ich nach. Aber jetzt machen wir weiter. Sehr gerne. Nummer drei. Also, ich soll mehr Vollkornprodukte. Genau. Gibt es da eine Faustregel auch mengenmäßig oder? Nicht direkt. Also nicht direkt. Eher, dass du sagst, Wechsel von Weizenmehlprodukten auf Vollkorn. Ja, und natürlich auch Industriezucker, also Softdrinks oder Süßigkeiten, so möglichst reduzieren bis gar nicht essen. Dann haben wir der dritte Punkt, wären die richtigen Fette, was ich eben schon mal angesprochen habe. Also wir wollen halt gesättigte Fette nicht essen. Das sind die, die du beispielsweise in den Pommes, über die wir eben schon gesprochen haben, oder Tiefkühlpizza, in Butter, in Vollfetten. Tiefkühlpizza ist ja nun mal das Essen Nummer eins in Deutschland. Ich glaube, jeder Deutsche isst pro Jahr, also auf alle, Kinder, Greise mitgezählt, 50 Tiefkühlpizzen im Jahr. 50. Was? Also ich esse keine, da ist einer schon mal 200. Ja. Ja. Sind wir schon bei 600 in dieser Runde. Ja. Deutschland, das Land der Pizza. Ja. Ja. Das ist unfassbar. Ja, okay. Ich meine, der Ernährungswert einer Pizza? Von bis natürlich, also es gibt die ganz schlechten, aber es gibt natürlich auch Pizzen, du kannst ja auch einen Vollkornteig nehmen. So, ne? Ja, aber ich meine, also, wenn ich mir jetzt den Tiefkühlpizza. Ja, gut, da ist in der Regel, kriegst du da jetzt nicht das beste Essen. Okay, aber wir. Ja. Genau, die richtigen Fette, also die gesättigten Fette, wie in Butter, vollfetten Milchprodukten oder halt auch Fertiggerichten, wie jetzt Fastfood, Pizza etc. Die wollen wir halt nicht, weil die eben negative Auswirkungen aufs Herz-Kreislauf-System haben. Stattdessen wollen wir ungesättigte Fettsäuren, Fisch, Nüsse beispielsweise, was ich auch vorhin schon erwähnt habe, super Quellen für ungesättigte Fettsäuren, hochwertige pflanzliche Öle, bei uns kriegst du ja zum Beispiel auch immer Olivenöl, eine Flasche mitgeliefert, damit du eben zum Kochen alles wirklich zu Hause hast. Ja. Gibt es noch was zu den Zeiten, wann ich essen soll? Da würde ich halt immer sagen, so wie es in deinen Alltag passt, aber natürlich solltest du jetzt. Also dein Körper hat ja auch einen gewissen Biorhythmus. So, und wenn du natürlich nachts beispielsweise isst oder wechselschichtige Arbeit hast, so da kommt dein Darmmikrobiom, also deine Mikroorganismen in deinem Darm, die kommen da ganz gut durcheinander. Also man sollte schon über den Tag verteilt essen. Ja, ja. Ja. Das ist ja in der Gastronomie immer fürchterlich gewesen. Dann, ne? So, erstmal nach unmöglich den Schluss und dann wird doch nochmal gefuttert, oder? Aber richtig. Ja. Richtig. Ja. Also es ist tatsächlich, also irgendwie, ich glaube, die Gastronomen ernähren sich mit Abstand am schlechtesten. Du stehst irgendwie morgens auf, dann fängst du irgendwie mittags ja schon an, das ist ja meistens, machst du ja noch Teildienst, nachmittags, dann sitzt du irgendwo, dann holst du dir halt schnell was, dann hast du genau das Problem. Und abends, das ist eigentlich ganz schön, wenn du dann nach dem Feierabend sitzen alle zusammen, ja. Aber nach dem Feierabend ist 23, 24, 25 Uhr, ne? 1 Uhr nachts, ja. So, dann gibt es da immer auch noch mal ein Bierchen. Und dann. Man hat ja auch nicht dann so richtig den geregelten Ablauf. Nein. Ne? Und du isst dann nachts und dann isst du viel so ja. Und dann frühstückst du am nächsten Tag nicht richtig, weil du dann ja eigentlich noch irgendwie halbwegs gesättigt bist und dann geht's am nächsten Tag los und ja, das ist, also dieses umschichtige Arbeiten, hat Jan gerade gesagt, Schichtarbeiten, das ist ja in der Gastronomie genauso, das ist, dann wird es schon schwer und auch gerade da, dann wirklich sich die Zeiten zu setzen, so, das hilft so, ne? Dass du wirklich einen Biorhythmus selber hinkriegst. Also ich fand jetzt die Faustregeln ganz gut, mir zu merken, ob ich mich jetzt so daran halten würde selber. Also ich habe das auch selber mal gemacht. Nicht? Also ich habe mal so einen Plan bekommen, was ich denn essen soll und darf. Und auch, wie du gesagt hast, da sind dann auch Rezepte mal dabei. Aber das dann auch wirklich umzusetzen, so konsequent zu sein, und zu sagen, weil du ja wirklich auch ein ganzes Füllhorn an Lebensmittelempfehlungen bekommst, was du denn essen kannst oder sollst oder darfst. Dieser nächste Schritt, das haben wir eben auch schon gesagt, was ich denn dann mir wirklich kaufe und koche und ob ich dann nicht irgendwie doch wieder zurückfalle in altes Muster, das ist dann schon wahrscheinlich sehr, sehr häufig so, dass das passiert. Was du halt zusätzlich noch kaufst, ne? Also, ja. Es ist dann klar, also, dass ein Apfel gesund ist, ist klar, so. Aber du kannst jetzt ja nicht auch jeden Tag einfach nur einen Apfel essen, so. Ich meine, du kannst ja auch mal was damit machen. In den Salat schneiden und, so. Oder Birchermüsli morgens dir machen mit einem frischen, geriebenen Apfel und so. Also, so kleine Ideen ranzugeben. Und das ist, was es halt ist, diese Umsetzung. Das wirkliche Angehen. Und das ist das, was also alle unsere Kunden bislang
wir haben Gott sei Dank durch die persönliche Auslieferung so einen engen Kontakt, mhm, aber gerade das, es kommt alles, sie wissen, dass es gut ist, sie wissen, dass es schmeckt, du gehst nach Hause und du musst halt eben nicht mehr anfangen und dieses, ach ja, koche ich das jetzt und mache ich das noch? Nee, du gehst einfach nach Hause, du hast die Sachen da, ja, du hast die Anleitung da, da steht dann auch drauf, das dauert 15 Minuten oder 30 Minuten, das kannst du dir dann auch aussuchen und dann ist es fertig. Ja, du hast auch keine Ausrede, ne? Ja. Dir, ja, gegenüber. Du kannst nicht sagen, hey, ich habe das jetzt nicht geschafft, das einzukaufen oder... Ja. Du kochst es dann einfach. Wir haben vorhin vom Budget gesprochen, Krankenhausbudget. 4 Euro pro Tag habe ich mitgenommen für 3 Mahlzeiten. Was kostet es denn pro Tag, wenn ich mir die Treated Box bestelle? Um beim Tag zu bleiben, 20 Euro. 20 Euro? Ja, also das hast du, gibt ja verschiedene, ja, Modelle, das glaube ich kann sich jeder selber angucken, aber es sind um und bei 20 Euro. Bei manchen Boxen sind wir auch nochmal deutlich darunter. Aber da kriegst du halt, wie gesagt, auch die komplette Ernährung, auch wirklich für die komplette Woche. Und ich glaube, das ist das, wo man sich das wirklich klar machen muss. Man darf das nicht vergleichen. Also sind dann auf eine Woche hochgerechnet, eine Woche 149 Euro. Und das darfst du nicht verwechseln mit deinem Wocheneinkauf. Mhm. Weil sonst kannst du natürlich sagen, klar, ich kann für 149 Euro mache ich meinen Familienwocheneinkauf. Ja, du gehst aber auch mittags raus und holst dir dein Mittagessen und da zahlst du 10, 15 Euro und dann ist schon mal die Hälfte des Gesamten für nur das Mittagessen weg. Mhm. Und da muss man so ein bisschen sich das relativieren, dann auf die Qualität der Lebensmittel natürlich eingehen, so. Wo kommen sie her? Wo kaufe ich die sonst ein? Auch das ist eine schwierige Sache. Also das Demeter-Hühnchen vom Bauhof, das musst du sonst da abholen, wenn, ja, du das haben, naja, willst. Und wir also wissen, dass das ja auch nicht gerade günstig ist. Das, ne, kommt auch also, dazu. Ich meine, da liegt, klar, man ja, ja, bei einem anderen Preis, als wenn ich mir so einen gefrorenen Gockel irgendwo aus der Supermarkt. Wenn du es damit vergleichst, dann, ja, dann ja, natürlich. Ja, ist klar, also, ist klar so. Und du hast halt wirklich auch das Verpackungsmaterial. Mhm. Auch das ist etwas anderes, wie du es verpackst und wie nachhaltig du es verpackst, als wenn du das einfachste Klebeband nimmst, was du jetzt da finden kannst. So, dann wird es auch nochmal zu einem anderen Preis gehen. Aber das, dafür stehen wir nicht, dafür wollen wir nicht. Und das. Ja. Könnt ihr sagen, mögt ihr sagen, wer so eure Klientel ist, was das so eure Kunden, die ihr kennt, kann man das so irgendwie in eine Schublade packen oder ist das von bis ganz breit gefächert? Es ist von bis. Ja. Also wir haben von jungen Pärchen, die, ja, auch gerade die 3 Tage, gibt es ja eine 3-Tage-Box, einfach, dass du schon mal, wenn du 3 Tage dich schon mal so ernährst, hast du schon mal 3 Tage wirklich dich perfekt ja ernährt auf diesen Schwerpunkt. Und wenn du dann nicht in den anderen Tagen die Tiefkühlpizzen alle isst, damit man auf die Menge kommt, die du gerade erwähnt hattest. Ja, die muss man ja schaffen. Ja, genau, dann wird es schwierig. Aber das ist ja nur eine die Woche, ja, ja, um da im Mittel zu bleiben. Genau, wenn du die dann weglässt, dann hast du schon richtig viel geschafft. So. Und also da gibt es junge Pärchen, die da wirklich sagen, Mensch, das machen wir so in meiner Regelmäßigkeit. Gerade wenn es an die Krankheitsbilder geht, wird das Klientel natürlich älter. So. Die wenigsten oder weniger Leute haben Bluthochdruck oder Diabetes in unserem Alter. Aber deswegen wird das natürlich schon ein bisschen älter. Aber unsere älteste Kundin ist 86. Mhm. Ja. Ja. Also, wie kommen die auf euch? Habt ihr das so mal nachgeforscht, wie die Kunden auf euch aufmerksam werden? Natürlich durch Podcasts wie diesen oder durch NDR-Berichte. Ihr seid ja im Moment relativ präsent in den Medien. Also nach diesem Podcast natürlich. Ja, also, bam. Ja. Nee, also klar, Berichte. Es wird tatsächlich in den letzten Wochen, Monaten sehr viel über uns berichtet. Das ist super toll, das hilft uns natürlich auch. Es ist aber auch sehr viel Mund-zu-Mund-Propaganda. Also das merken wir auch, dass das unter den Leuten sich verbreitet und dadurch tatsächlich mehr wird, weil diese persönliche Empfehlung und dann wirklich auch Ärzte. Also ja. Es sind jetzt, es ist jetzt tatsächlich soweit, das macht uns, glaube ich, unfassbar stolz. Es rufen uns Ärzte an und sagen, auch gerade durch die Berichte, ja, ich habe von euch gehört, ich habe das gesehen. Ihr trefft, das ist ja cool. Ich treffe total in meine Kerbe. Ich finde das toll. Wie können wir das unterstützen? Und ja, das ist genau der Weg, so, ne? Dass du wirklich sagst, Mensch, der stellt die Diagnose und der kann dir Weg A aufzeigen, den es schon immer gibt, oder vielleicht uns einfach mal vorstellen. So, also, und das ist toll. So. Und da gibt es jetzt wirklich mehrere und also natürlich die auch, die wir angesprochen haben, aber auch die. Und die Ärzte dürfen es dann ja auch sagen. Das, was ihr nicht sagen dürft. Die Ärzte dürfen es sagen. Nein, also ja, das ist das Thema. Also es gibt diese Leitlinien und diese Leitlinien, das können wir versprechen, die halten wir zu 100% ein. Und die sind
das ist bewiesen, dass es dadurch funktioniert. Mhm. So. Kannst du es nochmal sagen, welche Krankheitsbilder das sind? Also wir haben Bluthochdruck, also Hypertonie gesprochen, Diabetes. Ja. Fettstoffwechselstörung haben wir dabei und natürlich Übergewicht und Adipositas. Ja. Genau, aber wir bieten auch beispielsweise einen, der Schwerpunkt heißt bei uns gesund bleiben, einfach für neue Kochideen, ein bisschen Inspiration und gesunde Ernährung im Alltag. Ja, ja. So, absolut präventiv natürlich. Auch super, super wichtig. Auch da kannst du natürlich schon vorsorgen. Aber ich kriege es nicht hin damit, dass ich irgendwie 6 Tage die Woche Trash esse und einen Tag treated. Das versprechen. Das haut's nicht raus. Das gibt's nicht. Das will man immer, ne? Dass es schön einfach ja, das ist. Ist und der das, Wunsch so, ja. ne? Also das ist ja auch letztendlich so. Ich meine, ich glaube, die meisten Leute würden auch noch viel mehr Fast Food essen, wenn es die Pille geben würde, die dann das alles wieder nivelliert. Ja, definitiv. Also das ist ja, also diese Tendenz ist ja da, ne? Dass man so gerne, ach, gib mir mal ein Gegenmittel gegen irgendwas, ja. Vorabend zu viel getrunken, kennen alle, ja, wissen alle. Ich weiß es auch am Abend schon, dass ich nächsten Tag wahrscheinlich Kopfschmerzen haben werde, möglicherweise. Da schmeiße ich mal eine Tablette morgen ein, weiß ich, ja, dass das funktioniert. Das geht, also mit Ernährung geht es halt nicht. Nein. So, also das ist halt auch genau das Ding, also wir verkaufen ja zum Beispiel auch das Müsli oder wir haben eigene Eintöpfe und Suppen kreiert und so weiter, die verkaufen wir auch außerhalb. Aber es muss jetzt keiner glauben, wenn er sich unser Kartoffelgulasch einmal am Tag reinzieht, dass er davon irgendwas für seinen Bluthochdruck oder seinen Diabetes tut. Ja. Sondern oder wenn er sich 3 oder 4 Portionen auch, davon reintut. Auch das reicht nicht, sondern es ist der gesamtheitliche Ansatz. Ja. Da musst du dich schon dran halten, da musst du auch dran Lust haben. So. Ja. Da musst du irgendwie auch, du musst es schon wollen. Das ist einfach... Wo landen wir denn in 5 Jahren? Wo sind wir denn in 5 Jahren? Oh, das ist eine sehr schöne Frage. Also, es ist so, dass wir das rangesetzt haben und da wirklich auch viel vorher reingesteckt haben, weil du sagst, wir haben diesen einen Versuch, wir haben das alles selbst gemacht, wir finanzieren uns selbst. Wollte ich so. Auch gefragt, ja. Seid ihr denn gefördert irgendwie? Nee, also das ist tatsächlich, wir haben unser Sparbuch geräumt und dann haben wir gesagt, jetzt lass uns das machen und jetzt gehen wir voll ins Risiko und wir machen das. Weil wir da irgendwie an diese Idee glauben und weil wir an die Idee glauben, dass man da wirklich viel mitmachen kann. Und das ist natürlich absolut das, was wir machen wollen. Wir wollen davon leben. Wir wollen davon auch dann irgendwann vielleicht gut leben. So. Möglicherweise aber wollt ihr auch irgendwann mal Mitarbeiter haben. Auch das wäre natürlich dann der Weg. Und dass man es wirklich deutschlandweit etablieren kann. Ja. Nicht? Das ist wirklich, das ist das einfach. Wir haben mal uns tatsächlich am Anfang zusammengesetzt und haben gesagt, was wollen wir denn eigentlich damit erreichen? Und irgendwie so eine Vision runtergeschrieben. Und es ist einfach, den Menschen in Deutschland bestmöglich zu ernähren. So. Und das kann man auf viele verschiedene Wege machen. Da haben wir jetzt die außerhalb der ganz klassischen Kochbox auch irgendwie ein Firmenangebot entwickelt, wo du wirklich sagen kannst, Mensch, du kannst am Arbeitsplatz der Mitarbeiter das Frühstück schon mal stellen. Mit unserer Hilfe natürlich. Ja. Und so eine Müsli-Box entwickelt, dass du sagen kannst, Mensch, da gibt es dann 5 Tage am Arbeitsplatz das Müsli. Damit ist schon so viel gewonnen. Also da gibt es noch eine ganze Reihe von Feldern, die ihr belegen könnt, nicht? Wo man auch sicherlich aufklären kann. Wenn ich mir das so vorstelle, ich finde das ganz spannend, wenn ihr sagt, die Ärzte empfehlen euch beziehungsweise sprechen euch an. Eigentlich der beste und seriöseste Vertriebsweg, beziehungsweise die seriöseste Empfehlung. Ja, ganz genau. Da soll es nachher dann halt auch hingehen, dass wir halt ein großes Vertriebsnetzwerk sozusagen haben an Ärzten, die uns empfehlen mögen, weil sie halt eben auch an diese Ernährung und die heilende Kraft der richtigen Ernährungsweise haben. So, und ganz langfristig nochmal ein paar Jahre weitergedacht als 5 vielleicht, wollen wir natürlich auch irgendwie eine Krankenkassenbezuschussung oder ähnliches mit erreichen. Also wenn ich jetzt sagen würde, Essen ist Medizin, ist das, glaube ich, nicht ganz richtig. Sondern ich müsste es, glaube ich, erweitern und sagen, gutes Essen ersetzt Medizin. Ja, definitiv. Also das wäre, glaube ich, das andere ist so ein bisschen claim-mäßiger, ne? Das kann man sich irgendwie, das andere klingt so nach Pharmaindustrie. Ja, man will ja eigentlich gar keine Medizin. Eben. Die soll ja gar nicht nötig sein, ja? Ja, also das ist ja, wie gesagt, auch da wollen wir ja hingehen, dass die Medikamenteneinnahme ersetzt werden kann, weil jedes Medikament geht irgendwie mit Nebenwirkung einher. Und das hast du halt bei der Ernährung nicht. Ja. So. Das ist eigentlich so der Way to go, um eben auch wegzukommen von diesen Medikamenten. Und es wird besser, ne? Also
als wir angefangen haben, also denk mal zurück an 4, 5 Jahren, Jan hat es gerade gesagt, ersetzt mal die Vollkornprodukte. Also die Penne, die man früher dann in Vollkorn gegessen hat, die mir dann mal vor 10, 15 Jahren Mutti auf den Tisch gestellt hat, boah, das konntest du nicht essen. Finde erstmal welche. Ja. Und dann... Und soll sie schmecken. Und das ist ja nur der Anspruch, wie ich gelernt habe. Ja. Es soll ja richtig geil schmecken auch, das Ganze. Es muss richtig geil schmecken. Ja. Also das ist das absolut Wichtigste. Es muss in den Alltag passen, es muss natürlich funktionieren so und es muss halt auch geil schmecken. Weil du musst das ja integrieren und dein Leben lang weitermachen wollen. So, und das ist ja genau der Unterschied. Klar kannst du die Diagnose vom Arzt haben, hier Bluthochdruck, du musst viel Kalium essen, iss bitte rote Beete und Bananen, weil da ist viel Kalium drin. Ja, was mache ich, wenn ich keine rote Beete mag? Dann esse ich mein Leben lang Bananen. Das macht ja keinen glücklich und das wird ja nicht funktionieren. Nee, so. Nee. Und da brauchst du eine Vielfalt und du brauchst die Idee dafür, was kann ich denn haben, was kann ich denn bekommen, in welchen Mengen, wie kann ich das zusammen essen? Seht ihr euch denn da so... Ich meine, ihr enabelt ja die Leute, dass sie das einmal machen, ne? dass die da mit anfangen. Und jetzt, wenn ich 6 Wochen dabei bin und auch Resultate sehe, dann sage ich ja, tschakka, ich mache jetzt weiter und das ist ja auch das Bestreben. Komme ich denn alleine klar oder müsste ich dann weiter eure Ernährungsboxen beziehen? Das ist das Ziel, dass du es... Ja, also das ist eigentlich, also das ist auch so euer, sagen wir mal, wenn man den Businessplan so aufstellt, dass man sagt, okay, wenn die 6 Wochen dabei bleiben, dann entlassen wir sie quasi in die Eigenregie. Wir haben ja schon von dem Bluttest gesprochen, die ist vor und nach den 6 Wochen, die wir empfehlen so und da siehst du Resultate an den Langzeitblutwerten so und da gab es dann einen, vor den 6 Wochen sprach man dort von einem Diabetiker, weil der Langzeitblutwert zu hoch war und nach den 6 Wochen nicht mehr. So, dann haben wir es erstmal geschafft und dann musst du natürlich das weitermachen. Und dabei unterstützen wir die Leute ja. Also du kriegst ja wirklich diese Ernährungsberatung nebenbei, also erstmal Infomaterial wirklich, aber auch kannst du dir erstmal durchlesen, wenn du Fragen hast, hast du die Möglichkeit mit Jan zu sprechen und dann halt auch wirklich, du kriegst ja auch ein Rezeptbuch. Ne? Mhm. Also wenn du 6 Wochen machst, du kannst für jeden Tag ein anderes Gericht dann in den 6 Wochen bestellen, das sind fast 100 Gerichte. Da kann man ja auch mal wieder von vorne anfangen dann eigentlich. Da könnte man dann auch wieder von vorne anfangen und also du hast schon mal eine Grundidee und du hast wirklich diese Grundidee auch der Portionsgröße. Also schönstes Beispiel, du hast einen Blumenkohl-Curry. So. Und du kochst dir einen Blumenkohl-Curry und aus dem Blumenkohl-Curry tust du einen Blumenkohl rein. Das macht jeden Menschen auf dieser Welt satt. Mhm. Ein Blumenkohl hat aber bei dieser ganzen Dichte, also bei dieser ganzen Menge, eine sehr geringe Kilokaloriendichte. Dabei wird jeder Mensch auf dieser Welt auch abnehmen, wenn er nur einen Blumenkohl am Abend isst, weil satt ist er, aber er nimmt ab. Und das ist dann schon, das ist schon das Geheimnis. Und wenn du das aber richtig einsetzen kannst und dieses Gefühl kriegst du automatisch sofort nach einer Woche theoretisch schon, dann hilft dir das so viel weiter in deiner Zukunft, dass du wirklich auch nicht dahin zurückfällst, dass es wieder so schlimm wird. Was mir dabei auch so gut gefällt, ist, dass ich glaube, viele machen ja auch zu, wenn da der erhobene Zeigefinger ist. Ne? Und da ich ja nun eigenverantwortlich hier mir auch meine Speisen auswählen kann, zwar in einem gewissen Rahmen, sagt mir ja nicht jetzt einer, du musst das essen und das und das und das, sondern ja. Stell dir mal vor, wie schrecklich. Also das ist ja genau das Ding, wie es klassisch ist. Da schreibt dir ein Ernährungsberater einen Plan und sagt hier, du musst jetzt bitte das, das und das und das essen. Ja, und wenn du da keine Lust drauf hast, und dann? Ja, dann setze ich es auch nicht um. Nee, so, das ist ja genau das Ding. Ja. Was würde denn jetzt passieren, wenn ich sage, okay, Leute, ihr habt mich überzeugt, ich möchte jetzt mal ein bisschen abnehmen. Wie geht das dann jetzt weiter? Naja, dann könntest du in unserem Online-Shop aus den verschiedenen Optionen wählen. Also ob du eine 3-Tage-Box erstmal haben möchtest zum Testen, um die Qualität, dich von der Qualität zu überzeugen. Du kannst natürlich auch direkt eine Wochenbox bestellen. Oder wenn du richtig enthusiastisch bist, nimmst du direkt die 6-Wochen-Box und würdest dann halt das aktuelle Menü kannst du auch immer einsehen und daraus kannst du dir dann deine Woche zusammenstellen, die wir dir dann nach Hause liefern. Und werde ich dann nochmal persönlich angesprochen von euch im Vorfeld oder wie läuft das? Ja, definitiv. Also gerade bei diesen 6 Wochenkunden, die werden alle vorher von uns angerufen, um natürlich auch schon mal so ein bisschen so eine kleine Einweisung zu geben. Hey, wir sprechen jede Woche einmal, wollen wir schon mal den ersten Termin machen? Ja. Hast du vorab schon irgendwelche Fragen und? Okay, und, natürlich, ich werde dann da auch so rangeführt dann. Ja, also wir nehmen dich schon an die Hand, wenn du es so sagen möchtest. Ja, okay. Genau. Ja. Und wenn ich es nicht will,
Wenn ich sage, lass mich in Ruhe. Ja, dann lässt das. Ich will nicht sprechen. Geht auch ohne Gespräch. Ja. Also es funktioniert auch ohne Gespräch, aber ja, natürlich. Und es ist, wie gesagt, dieser erhobene Zeigefinger. Da muss jetzt keiner mit Jan sprechen. Und da ist wirklich Gott sei Dank ja auch Jan der letzte Mensch, der jetzt sagt, bitte so, du musst jetzt das und das und das machen. Sondern es geht ja einfach nur zum Unterstützen. Du kriegst es nach Hause, du kannst dieses Gespräch haben. Und wenn es 2 Minuten dauert, weil du sagst, das ist alles super, das schmeckt geil und ich habe keine Fragen und ich habe das verstanden und ich möchte bitte so, dann ist das doch geil. Was mache ich denn, wenn ich jetzt die 6-Wochen-Box bestellt habe und sage, jetzt möchte ich aber mal essen gehen? Ja, dann gehst du essen. Also, aber nicht jeden Abend. Das wäre dann nicht genau. So gut. Und natürlich, es ist... Du musst natürlich mit Verstand schon daran gehen. Und wenn du natürlich dann losgehst an die Currywurstbude und dir Currywurst-Pommes-Schranke mit einem Bier reinzimmerst, dann funktioniert es natürlich nicht. Nee, also aber ein bisschen Disziplin muss ich schon haben. Ja, aber wenn du natürlich, das ist ja auch gerade dieser Ansatz mit den To-Go-Gerichten und so weiter, dass du dir wirklich die Variation hast, wir wollen ja jetzt auch keinen an Herd kennen. So, einmal frisch am Tag kochen, das ist es. Und das Frühstück ist in 2 bis 5 Minuten zubereitet. So. Auch da gibt es natürlich Varianten fürs Wochenende oder ähnliches mit einem Ei-Benedikt oder einem Süßkartoffelburger oder so, wenn du dir mal was zubereiten willst. Erzähl mal ein paar Gerichte. Ja, Süßkartoffelburger, total geil. Ja. Egg Florentin. Sagt ihr das was? Ja, nee, klar. Florentin? Egg Florentin, also Ei-Benedikt eigentlich, aber mit Spinat. So, ach so, das hilft uns natürlich schon mal. Ja, also Eisen gut. Und so weiter. Genau, und dann hast du halt nicht die klassische Hollandaise, sondern so mit so einem leichten, frischen Dressing angemacht. Super gut. Und du kriegst halt auch wirklich das pochierte Ei dabei. Also du kannst auch dir dann so Gericht wählen, dass du jetzt sagst, klar, auf der anderen Seite haben wir Müsli zum Frühstück im Angebot, in verschiedensten Variationen, Joghurt, Obst, was du haben möchtest. Aber du kannst auch ein bisschen kochen, wenn du willst. So, ne? Ja. Und auch mal so ein bisschen was richtig für den Geschmack und was richtig dich nach vorne bringt. Genau, mittags unsere eigenentwickelten Gerichte. Gibt auch noch ein paar andere, die schon fertig sind von anderen Anbietern, die aber gut dazu passen und die das toll ergänzen. Kannst auch mittags frisch kochen, wenn du das möchtest. Wenn du sagst, nein, ich mach das, da gibt es auch genug Variationen. Und abends hast du dann also von einem Curry natürlich, also es ist alles dabei, ne? Also Curry, Fleischgerichte, Fischgerichte, gebraten, gedünstet, der Fisch, aber auch Gemüsepfannen, Gemüseaufläufe, aber auch Salate so und auch nicht dieses klassische, hier ist ein Salatkopf und dazu kriegst du jetzt Gurke, Paprika so und dann machst du ein Dressing, sondern Rohkostsalate, orientalisch Rohkostsalat, super geil, mit so ein bisschen Kurkuma, mit so ein bisschen Kreuzkümmel, so rohe Karotte, rohe Zucchini angemacht. Auch, und die Gewürze auch neue Ideen sind auch schon dann in der Menge. Genau, bei den 6 Wochen kriegst du Öl, Essig, Honig, so diese super Grundnahrungsmittel, die du dann eigentlich oft und viel dazu tun kannst. Gewürze, die du wirklich dazu kombinieren kannst. Und du kriegst natürlich auch immer, Salz ist auch bei der Ernährung natürlich immer ein großer Punkt, so bei vielen Krankheitsbildern. Ja, gehört wahrscheinlich bei den Faustregeln noch dazu. Ja, wäre meine 4. gewesen. Ja. Willst du noch weitermachen? Nein, alles gut. Alles salzarm, gut. Ja. Ja, und es geht halt nicht um das Salz, was du dir aus Frühstückei machst. So, ne? Also es sind 5 Gramm Salz am Tag, die du zu dir nehmen sollst. Wenn du das mal abwiegst, so, das ist eine Menge. Aber wo ist überall schon Salz drin? Also selbst in der Milch, weil die Kuh ist das Gras, die nimmt das Salz mit, also selbst in der Milch ist Salz. Mhm. Das ist jetzt noch eine kleine Menge. Aber von der Dosentomate, da muss man hinten drauf gucken, da gibt es von pro 100 Gramm 0,2 Gramm Salz bis, ich habe es schon gesehen, 5 Gramm Salz in so einer Dosentomate, also 100 Gramm. Da guckt man ja eigentlich nie hin, ne? Bei Tomaten guckst du ja nicht drauf, bei so einer Tomatendose oder Tüte. Hast du die 5 Gramm am Tag mit der Dosentomate schon erledigt? Ja. Und darum geht's. Und du kriegst bei uns dann halt wirklich die Menge abgewogen, die du dann noch für die Woche dazu nehmen kannst, nach deiner Auswahl, was du halt dann schon an Salz quasi eigentlich dann drüber mit dazu nimmst. Klingt gut, Jungs. Ihr habt mich überzeugt. Ihr habt einen neuen Kunden. Sehr gut. Vielleicht auch noch ein paar mehr. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Danke. Herzlichen Dank, dass ihr hier wart. Vielleicht noch zum Abschluss frage ich immer ganz gerne meine Gäste, ob sie ein Lebensmotto haben. Bei mir ist es tatsächlich jetzt nichts Ernährungsspezifisches, aber wie man in den Wald hineinruft, so kommt es auch zurück. So, das ist so ein bisschen... Ja. Das stimmt, das liebst du. Ja, das stimmt. Ja. Finde ich gut. Ich habe gerade eine kleine Tochter zu Hause, die jetzt gerade 3 Monate alt ist.
Da hat sich vieles geändert. Es gibt ein neues Motto. Es ist die Gesundheit. Und ich hätte mir vor einem, die Gesundheit ist so wichtig. Und ich hätte mir das einfach vor 2-3 Jahren, als ich in der Gastronomie da saß, abends und dann noch ein Bierchen getrunken habe, ich hätte mir gar nicht vorstellen können, dass ich das jetzt mache. Aber ich habe mich damit selbst überzeugt. Und irgendwie ist das so eine Sache, was man machen kann mit Essen, mit Gesundheit, so, das ist schon geil. Und wir hoffen, dass das ganz, ganz viele sagen. Ja. Schönen Dank, dass ihr da wart. Danke. Danke. So, das war's mal wieder. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr beim Food Talker dabei seid. Freut euch auf die nächste Folge und wir freuen uns auch sehr über euer Feedback und eure Kommentare und natürlich auch, wenn ihr den Food Talker abonniert und weiterempfehlt. Diese Episode des Food Talkers wurde präsentiert von Der große Restaurant und Hotel Guide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.